Klassiker. ZSC gegen Bern. Wir sind hier zurück im Hallenstadion nach knapp einem Monat. Faktisch gesehen war der SC Bern überlegen. Man schaut die Tabelle und sieht, der SC Bern, aktuelle Meister, Tabellenplatz 1. ZSC 1 haben heute aber ein gutes Mittel gefunden. Gegen Bern, Endstand hier im Hallenstadion 3:1 für den ZSC. Eigentlich war es ein knapper Sieg heute gegen den SC Bern, aber es muss sich richtig gut anfühlen, oder? Ja, sehr, ja. Vor allem das dritte Goal noch am Schluss. Das war eine schlechte Lösung und sind wir vor allem gewonnen. Wie sind wir zu diesem Sieg gekommen? Ich denke über solide Defensive. Wir haben über 60 Minuten eigentlich gut gespielt. Wir haben eigentlich wenig zulassen, wenig Chancen. Und wenn man nur ein Goal bekommt, dann muss man nicht so viel machen, um zu gewinnen. Auf dem Papier war der SC Bern ja der klare Favorit heute Abend. Was war da genau das Rezept gewesen? Was hat man sich im Vornherein überlegt? Wie gehen wir die Mannschaft an? Eben sicher einfach konzentriert spielen über 60 Minuten, defensiv solid. Und wenn wir wenig Fehler machen, dann haben wir es eigentlich recht im Griff. Dann gibt es ein ausgeglichenes Spiel und dann haben wir es zu unseren Gunsten entscheiden. Wie ist das eigentlich so im Moment auch mit der Champions League, so wieder umstellen auf Champions League und Meisterschaft? Gibt es da nicht manchmal ein bisschen ein Krüsi? Nein, eigentlich nicht. Nein, muss ich immer auf den neuen Gegner einstellen. Zum Teil kommen halt noch Reisen dazu, aber es gehört dazu. Schlussendlich sind wir noch ein Hockeyspiel und es stört uns nicht gross. Also es ist nicht eine zusätzliche Belastung, es ist etwas, was euch Freude macht? Ja, sicher. Ja. Ich habe mich gefreut, zum ersten Mal in England zu spielen. Es war eine schöne Atmosphäre. Und ich finde es schön, in der Champions League zu spielen. So, what do you think about the game tonight? No, I mean, I think we played a pretty solid game. We didn't start very well in the first period, but after that, I think we controlled the game pretty well and played solid. It's always difficult, you know, after a break, come back and play, and guys have been playing with national teams and stuff, but I mean, we're happy with the win, obviously. Also sie sind sehr zufrieden heute mit dem Sieg, auch wenn es am Anfang noch nicht so gut gelaufen ist. Aber schlussendlich hat es dann doch geklappt. Actually, you're the best scorer in the team and you're often involved on the ice when there's a goal for ZSC Lions. Why do you think you're so important? I mean, I guess everybody try to bring what they got for every game and for the team. And yeah, for me, it's I have to produce, I have to score goals, and have to be on the ice when we're scoring. If we're not scoring, it's my fault and some of the other guys as well. So yeah, I'm doing my job. Also ich habe ihn gefragt, er ist ja der Topscorer im Moment und er ist auch immer recht oft auf dem Eis, wenn ein Goal für den Z passiert. Warum er denkt, dass er so wichtig ist für die Mannschaft, und seine Antwort ist eigentlich, er macht einfach seinen Job und er ist für die Mannschaft da und versucht das Beste natürlich auf dem Eis rauszuholen, und glücklicherweise ist er darum auch immer auf dem Eis. So next question. How do you feel here in Zurich? I feel good, really good. I like the city, I like the fans, I like my teammates, really good team and yeah, enjoying it. Ich habe ihn gefragt, wie er sich eigentlich hier in Zürich fühlt, und er fühlt sich extrem wohl, er fühlt sich wohl im Team und er mag auch natürlich die Stadt Zürich extrem. But where do you go in Zurich when you have free time? I go a little bit everywhere, but I like the city. The city part is good, you know, a lot of good restaurants, and I like the shopping areas as well, and you know, there's a lot of people, it's crowded, and I like that. I like big cities. Also er ist eigentlich grundsätzlich eher ein Fan von gross Städte und geht einmal gerne shoppen oder einfach in ein Restaurant.